Hallo Leute und willkommen zurück zu The Evil Within. Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel Schiss ich vor diesem Spiel habe. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so viel Schiss vor einem Spiel hatte. Es ist schon der Gedanke an The Evil Within und dass ich jetzt ins nächste Kapitel starte, wo ich schon wieder überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Das gibt mir schon so ein leichtes Herzklopfgefühl. Und wenn ich an die Ring-Tussi vom letzten Mal denke, oh, die kleinen Bomben, die überall gelegt waren und dann noch schnell hier was einsammeln und dann unsichtbarer, oh, dann freuen wir uns doch auf das nächste Kapitel, Leute. Also viel Spaß. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ja, ich glaube, du gehörst schon längst in der Klapse. Oh, was steht hier denn? He's watching. We can't leave. Okay. Ja. Da geht's nicht mehr zurück, oder? Ach, da kann man sogar noch hin. Mhm. Da ist ein Spiegel. Da geht's zurück. Und was haben wir hier? Eine neue Waffe oder sowas. Was ist das? War das für diesen Explosionsdingens? Was ist das? Oh, was zum Lesen. Tagebuch von Sebastian Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch in Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor den Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Oh. Da zerspringt auch gleich nochmal der Spiegel. Wollen wir da aber jetzt schon hin? Ich weiß überhaupt wieder nicht, was da auf mich zukommt und will nur einmal nochmal gucken, was hier ist. Was ist hier? Ach, Kapitel 5. Innere Tiefen. Okay, dann gehe ich tatsächlich erstmal hier lang, weil ich glaube, das ist tatsächlich der Weg zurück wieder. Und wir haben ja bestimmt ein bisschen grüne Flüssigkeit zumindest eingesammelt. Substanziell für mich am Arsch. Dass er noch so cool bleibt, ey, was ich da schon erlebt habe, da würde ich aber doch schon ein bisschen... Schiss kriegen. Hier ein komisches Symbol. Mach die nicht so langsam auf die Tür. Das ist ja, als ob hier irgendwas Gefährliches wäre. Aber ist doch gar nichts los hier. Komm, wir gehen wieder zu der gruseligen Schwester. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja, findest du? War, ist doch gar nicht so lange her. Wir haben gar keinen Schlüssel, ne? Das war noch in der, habe ich gelesen, in der doofen Statue, die ich das letzte Mal noch rausgeholt habe. Ich bin so ein Blödi, dass ich das nicht als Statue erkannt habe. Es ärgert mich echt, weil dann hätte ich jetzt einen Schlüssel, mit dem ich da mehr Zeugs holen könnte. Und ich habe das noch gedacht, so, hä, warum kann man da den Hebel ziehen? Also, wisst ihr, da neben diesem blutig-lachigen Raum, wo diese komischen Schalter umgelegt wurden, damit die rutschen mit denen. Ach, ihr wisst schon. So. Die Sprintdauer, das kotzt mich echt an hier mit der Sprintdauer. Es geht gar nicht, aber ich kann es leider noch nicht machen. Ich habe doch nicht genug Zeug eingesammelt. Ich kann nur ein bisschen was machen. Reserve-Qualenbolzen. Ob das wäre ja auch mal was. Schockbolzen, Blendbolzen, Harpunenbolzen. Ich weiß gar nicht, was ich davon am besten finde. Ich weiß nur, dass es mir den Arsch rettet. Und das ist ja das Wichtigste. Nahkampfschaden. Ich weiß auch immer noch nicht, was er... Er macht doch gar nichts mit Nahkampf. Was kann er denn? Gar nichts. Dann haut er da irgendwie drauf. Ich weiß nicht, ob das so das Beste ist. Qualenbolzen, Schrotflinten. Oh, Schrotflinten, das würde ich doch ganz gerne mal. Ein bisschen mehr Muni tragen von Schrotflinte wäre nicht schlecht. Wobei wir finden auch gar nicht immer so viel. Aber das mal ein bisschen noch besser machen wäre auch nicht schlecht. Ich mach mal die Reserve.
Die normalen Pistolen brauchen auch mehr. Ich mach mal Schrotflinte. Ja, komm. Es muss alles aufgebessert werden. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität, Genauigkeit. Oh, die Genauigkeit könnten wir auch noch besser machen. Dann ist das egal, oder was? Wie gut ich schieße? Nee, egal, das ist bestimmt auch nicht, ne? Aber wahrscheinlich schon ein bisschen leichter. Hier kann man auch noch was. Ich kann auch noch darauf gehen. Das ist ja nur Pistole. Vielleicht da auch noch mal auf Schrotflinte gehen? Reichweite. Ja, das ist natürlich auch... Alles gut, keine Ahnung. Ich mach mal die Magazinkapazität hier auch nochmal höher, komm. Wir machen das jetzt einfach mal. 900 haben wir noch. Geht da noch was? Oder hier, da war noch was. Und ein bisschen mehr Streichhölzer. Komm, jetzt sammeln wir noch ein paar mehr Streichhölzer. Ich weiß, das war jetzt nicht so der Hit, was ich jetzt hier verbessert habe, aber... wer weiß, ob uns das noch eine gute Hilfe ist. Was ist mit der Tür eigentlich? Die geht auch auf. Ach, weil hier der... Ach so, das geht jetzt auch. Hier ist ja der coole Raum. Ja, ja, ich habe keinen Schlüssel, ich weiß. Aber vielleicht kannst du hier nochmal was mitnehmen. Hier liegt ja noch ein bisschen was. So, jetzt ist das auch vorbei hier mit Muni. Oh, da können wir auch nochmal was mitnehmen. Ja, ja, sammel ruhig mal ein. Das können wir gut gebrauchen, das Gedöns. Schade, dass man hier in dieser Parallelwelt... Was ist hier? Was? Kann ich hier was machen? Da war doch gerade was zu tun. Kann ich den Stuhl benutzen? Ernsthaft? Kann ich den Stuhl hier durch die Gegend kicken? Randale. Hier. Das kann ich das benutzen? Ach so, da ist... Nein! Du sollst doch da gar nicht durch. Ach, das ist ein Spiegel, wo ich auch durch kann. Das ist ja cool. Dass ich das auch da kann. Na gut, egal. Eigentlich auch völlig egal. Und diese komischen Fragmente, hat sich hier irgendwas schon getan? Die sammle ich hier... Sammle ich aber auch nicht viele von ein, ne? Habe ich wahrscheinlich auch übersehen. Passiert. So, dann gehen wir mal hier durch. Brauchst sie nicht so langsam aufmachen. Da sitzt doch nur die nette Schwester. Die tut einem doch nichts. Alles total friedlich hier. Was haben wir hier? Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Aha. Ja, ich würde dann ganz gerne einmal speichern. Darf ich, ne? Oh Gott. So. Wo geht's hin? Wir nehmen mal den gruseligen Spiegel hier am Ende des Flures. Geht wieder los, Leute. Was habe ich ausgerüstet? Wie sieht's überhaupt aus? Okay. Kannst du das mal... Genau, alles schön. Neu laden. Okay. Oh, jetzt habe ich mir eine Spritze genommen. Aber jetzt ist er wieder voller Gesundheit. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich nehme mal die Pistole. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, dass ich die Spritzen da unten reingetan habe. In der Panik mache ich doch immer ganz schön viel... Unsinn. Vielleicht magst du die mal einmal anzünden hier oder... Ach, geht gar nicht. Ich muss mal wieder aufpassen hier jetzt, ne? Wir sind hier wieder in der Aufpassgegend. Da ist nicht so gut Kirschen essen. Ich glaube, da geht einer lang. Vielleicht sollte man da aufpassen. Ich kann hier aber nicht... Nicht. Nimm mal lieber die Schrotflinte, mein Lieber. Ich hab da doch irgendwie nicht so gutes Vertrauen. Hier ist doch irgendwo einer. Hallo? Ich
habe schon wieder einen gehört. Ich verstehe das schon wieder nicht. Kannst du da rein? Was hustet er denn hier so? Ich guck mal hier so rein, ne? Ich glaube, das sollen wir hier auch. Oh, hier kann doch überall... Ich finde das blöd, dass man sich nicht verstecken kann. Ich will nicht kämpfen müssen. Ich mag nicht. Ist verständlich, oder? Versteht ihr das? Einfach mal rein da! Hier hat doch einer gehustet. Nein! Sind die unsichtbar? Hä? Hä? Was war das jetzt hier? Verarschen die mich? Verarscht mich doch alle. Ja, immer her mit dem grünen Zeugs. Dem grünen Gehirnzeugs. Kommen die jetzt oder was? Oh Mann, ich will nicht. Oh, hier, ich höre doch schon wieder ein. Denn der Ekelige, der da Geräusche macht? Kommt der hier? Ich höre doch einen. Da kommt... Ah, mein Gott! Wo kommt der auf einmal her? Wo kam der her? Verfickte... Wo? Wo? Blöder, unsichtbarer Fucker! Lustig. Ha! Wo ist er, der Unsichtbare? Ich sehe ihn nicht. Da ist zu. Verdammt. Weiß, dass ich hier bin? Ist er? Oh Mann, oh! Hab ich ihn jetzt endlich? Stirb! Echt, ich, diese Unsichtbaren! Aber wenigstens habe ich mit Pistolenmunition geschmettert, also. So, die sind echt, also. Ach, weiß ich nicht. Was war sie, wie sie hier? Sie hat hier vor sich hingelacht, während ich mir hier... Was? Willst du dich da auch nochmal draufsetzen? Kleinen Elektroschock oder... Nicht so. Irgendwie hat doch einer hier gelacht. Lachen die mich hier auch noch aus? Süß doch. Oh, hier, nimm dir mal eine Dosis. Sehr schön. Ich habe auch gar keine Muni mehr. Ein bisschen Muni finden wir auch schön. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Das finde ich echt übel. Okay. Glibberzeug. Was haben wir hier? Oh Gott. Was ist jetzt hier? Hey. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Toll.
Wir müssen nach unten. Da freuen wir uns doch. Ich schmeiß da erstmal gleich eine Flasche runter und guck erstmal. Nix im Schrank. Oh, und ich mit meiner Moni-Knappheit immer. Das, ich habe aber auch nichts gefunden hier. Habe ich irgendwie Kisten oder so übersehen? Kannst du hier irgendwie Schränke zerschmettern? Nö. Oh, ich will nicht. Wieso muss ich da jetzt runter? Wenn ich das verkacke, ne? Dann. Ich da jetzt. Oh, ich. Ich. Leute, wenn ich da jetzt runterspringe, da wartet doch die Hölle auf Erden auf mich. Das kann doch nicht gut gehen. Da direkt nochmal hier. Schön. Kann hier nochmal ein Speicherpunkt oder so kommen? Du darfst das ruhig gerne mitnehmen hier. Da ist was im Schrank. Ich glaube, das darf man mitnehmen. Okay, dann nimm es nicht mit. Das ist toll. Soll ich jetzt hier den Schrank einschießen oder? Wieso will er da nicht rangehen? Ist es irgendwie erst offen oder was, wenn ich den Schlüssel gefunden habe oder? Ja. Okay. Wie gesagt, Speicherpunkt und so. Also so Kontrolldings wäre schön. Geh mal ruhig da durch. Kontrollpunkt. Schön. Genau das meinte ich doch. Hallo? Kann man sich wieder verstecken? Nein! Alle. Scheiße. Na toll. Na toll. Ja. Komm. So geht's natürlich auch. Aber ich habe einen verschwendet und das finde ich schade. Und ich finde diese Dinger echt scheiße, dass die so unsichtbar sind. Also es ist schön, dass ich jetzt hier vorankomme, aber was mache ich erst, wenn ich nicht mehr... Und wieso kann man sich nicht mehr verstecken? Man soll sich gar nicht mehr verstecken, ne? Voll Remi-Demi hier machen. Komm, hier muss doch was zu finden sein. Das gibt's doch nicht. Gib mir mal... Da ist noch was. Yeah! Mit dem Zeug. Was war das jetzt für Schrotflinte? Okay, toll. Ein Schuss. Kommen wir richtig weit mit. Der muss dann sitzen, ne? Ist klar. Ich hab auch... Schön, ich hab auch das nicht mehr. Ich hab gar nichts mehr, oder was? Leute, dann müsst ihr mir mal was geben. Okay, hier ist wieder einer. Zeig dich mal, du Arsch. Wo ist er? Zeig dich mal. Ich hab nur einen Schuss. Da. Munition alle? Ja, Munition alle. Genau. Ups, das hat mich selber auch erwischt. Oh, toll. Und dabei war es so gut. Da gehe ich doch drauf. Das kann ich doch alles nochmal machen hier. Und ich komme so gut voran. Ich brauche nur ein bisschen mehr Spritzen. Von allem halt mehr. Da ist noch was drin. Da will ich rein. Ich habe nichts mehr. Nimm alles mit. Hier, nimm deine komische Spritze und dann
Immer her damit. Wo ist das? Das soll da unten hin. Ja gut, ich überlebe, aber mehr ist es gerade auch nicht. Und vielleicht ist das auch der Sinn des Spiels. Krankenhausschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehörte einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Schön. Okay, ich habe die Karte gefunden. Das ist toll. Damit kommen wir schon mal weiter, aber wie weit? Oh, diese Geräusche hier auch. Das ist so, als ob die immer gleich schon hinter einem wären. Die kleinen, miesen Typen. So, der muss wieder sitzen hier, der nächste. Keine Ahnung, wie weit ich es schaffe. Wo geht's denn jetzt lang? Hallo? Ist hier wieder einer oder haben wir doch erledigt gehabt? Wenn hier schon wieder einer ist, dann... Laufende Fernseher, auch so ganz typisches Horrorspiel, Horrorfilm-Ding. Immer diese Puppen, die jetzt hier auch noch sitzen. Oh, die Türen gehen von alleine auf. Hier ist wieder einer. Ist der bei mir drinne? Okay, er ist hinter mir. Okay. Komm mal. Oh nein. Nein. Jetzt muss ich weglaufen. Ich kann ja gar nichts anderes machen. Scheiße. Scheiße. Oh. Nerv mich doch nicht. Ich kann nur weglaufen. Was soll ich machen, ne? Oh, da geht's lang bestimmt. Komm, mach hinne. Oh, da ist ganz viel in den Schränken. Komme ich nicht ran? Scheiße. Oh, nee, nicht er schon wieder. Oh, das ist gar nicht gut. Immer wenn er auftaucht, dann gibt's richtig Beef. Wenn er da ist, ne, dann geht gar nichts mehr. Bin recht weit schon gekommen. Also, hätte ich gar nicht gedacht, dass das hier so rund läuft. Ist der andere gar nicht mehr da, oder... Kann ich da nochmal an die Schränke? Ist der weg? Ich will das Zeug haben. Ey. Komm, du kannst es doch einschlagen. Ah, okay. Das hätte ich mit dem anderen auch machen können. Oh, ich bin so blöd. Na, wenigstens habe ich das jetzt. Und zurücklaufen tue ich jetzt nicht mehr wegen dem anderen Gedöns. Das wäre ja doof. Ach, weil die Tür zu ist, kommt er gar nicht mehr hinterher, ne? Haha. Du kommst nicht mehr hinterher, du unsichtbarer Volltrottel. Wer ist als nächstes der Volltrottel? Gut, dann wollen wir mal den mysteriösen Typen hinterher. Das macht natürlich gar nichts. Ist gar nicht schlimm. Kontrollpunkt und so? Bock? Kontrollpunkt. Ja. Was hier auf uns wartet, das sehen wir im nächsten Part von The Evil Within. War doch eine recht gute Runde bis jetzt. Ich glaube, der Knüller kommt noch in diesem Kapitel. Also, wir freuen uns auf den nächsten Part. Bis dann.